grüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück bei FIFA 15 Ultimate Team Up from the Bottom. Ja, es lief zu Beginn dieser Saison nicht ganz optimal. Ich habe hier nicht mal das Trikot verkauft bekommen. Ey, Tobi, du kannst aber auch gar nichts. Aber ich kann euch sagen, Besserung ist in sich. Das, was ihr die nächsten Folgen übersehen werdet. Ja, ich glaube, spielerische Dominanz wäre noch untertrieben. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Wir haben jetzt hier erstmal Karim Benzema verpflichtet. Und ja, es tut weh. Mario Mandzukic, unser Super Mario, muss leider gehen. Ein letztes Mal. Ja, und dann sagen wir auch schon. Auf Wiedersehen. Das dürfte erstmal die Mandzukic-Ära bei uns gewesen sein. Er hat uns ja ein bisschen was gebracht. Und ja, das ist unser zweites Team hier. Da haben wir auch gerade noch ein bisschen was drum rumgebastelt. So, jetzt also ein Gegner. Und den finden wir auch. Und da schauen wir uns den doch gleich mal an. Wunderbares Arsenal-Trikot. Unser grünes Trikot finde ich hingegen echt nicht schlecht, ne? Muss ich ja mal an der Stelle sagen. So, und was hat er denn mit JKG? Dreierkette ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Aber er hat dann halt, ja, wenn ich nur mal gucke, Sturridge, Sterling, der Rooney, der Lallana ist nicht so stark. Die Verteidigung, okay, da hat er zumindest kein Kompany stehen. Aber warten wir doch einfach mal, was passiert. Neunte Spielminute, Carlos Tevez, zack, 1-0. Ganz trocken die Kirsche. Ohne großes Tamtam. Gab vorher noch ein paar Chancen für uns, die aber nicht ganz so sehenswert waren. Aber hier haben wir dann einmal gut das Ganze ausgenutzt. Und effektiv verwandelt. Von ihm kam bisher noch gar nichts, kann man glaube ich so sagen. Ja, und Carlos Tevez, hier sehen wir es nochmal wunderschön. Laissez-faire, überhaupt gar keine Chance, an den Ball ranzukommen. Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis dann auch Handanovic mal zeigen durfte, was er kann. Sturridge mit dem Abschluss, aber Handanovic macht das relativ sicher. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man wunderbare Konter spielen kann. Calderon mit Podolski auf Vidal. Und da ist wieder Podolski. Und da vorne läuft richtig José Calderon. Das ist bisher wunderbar gespielt. Calderon, aber der Ball geht leider nicht rein. Ah, ich hatte euch für einen kurzen Moment, ne? Also, man kann spielerisch in FIFA schon was machen. Sturridge hier mit dem nächsten Schussversuch. Man muss es nur wollen. Ganz, ganz viele wollen das eben nicht. Die wollen eben nur Sturridge, Sterling und gehen dann durch. Man kann es aber ruhig so versuchen mit dem spielerischen hier in FIFA. Es ist zumindest nicht unmöglich. Halbzeit 1-0 für uns. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Und dieser Kopfball von José Calderón. Der war gar nicht mal so ungefährlich. Carlos Tevez macht die auch nochmal weiter. Das sind Chancen, die wir, ja, schon machen könnten. Also so ist es nicht. Wunderbares Auge aber hier dann für Calderon und der hat kein Problem zu verwandeln. 2-0. Ich weiß gar nicht, wer hat den Pass gerade gespielt? Tevez war es, glaube ich. Und ja, 55. Minute 2-0, relativ ungefährdet, relativ sicher. De Gea hat, ja, wieder keine Schuld. Übrigens wieder Tevez, ja, kann ich so bestätigen mit dem Pass. Und Calderon dann eiskalt. Mit seinen Abschlussqualitäten, die völlig ausreichend sind. Es muss nicht immer ein Van Persie oder sowas im Sturm sein. So ein kleiner Calderon, Mensch, den kann man sich auch easy halten. Ist doch kein Problem. So, Dries Mertens hier mit Calderon und der kleine Dries, der möchte auch mal 3-0 in der, ja, 70. Spielminute, die gleich anbrechen wird. Da gibt es ein kleines Tänzchen, 3-0. Es war nicht wirklich eine Herausforderung. Also, das sind ja jetzt keine Spielzüge hoher Kunst, aber wenn uns der Gegner solche Angebote macht, ja, dann musst du die ja einfach ausnutzen. Und da gehört auch nicht ganz so viel dazu, die dann vorm Tor zu verwandeln. 3-0 stand es also. Und weil immer viele fragen, wie schießt man denn eigentlich so einen Freistoß aus der eigenen Hälfte? Ihr habt ja gesehen, wie man das machen kann. Wunderbar, wie der Ball dann zu Tevez gelangt. 4-0. Das war jetzt schon eine Augenweide. Vielleicht sogar das beste Tor aus dem Spiel. Wunderbar der Pass von Calderon, der sich ja damit quasi bei Tevez für den Pass zum Beispiel vor dem 2-0 bedankt. Und Carlos Tevez relativ ungefährdet. Wieder vorbei an Andrea. Ja, Balotelli kam dann ins Spiel und er dachte sich, vielleicht probieren wir es mal. Aber unsere Qualitäten in der Abwehr waren ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das haben wir gerade relativ gut verteidigt.
Und so gab es da keine Probleme. Er versucht es dann nochmal, Balotelli. Allerdings stand er hier im Abseits, von daher worth, was da passiert ist. Tevez nochmal kurz vor Schluss mit diesem Freistoß. Aber da ist De Gea zur Stelle. Und dann war es das auch schon. Wir gewinnen mit 4:0 in dieser Partie. Das war doch eigentlich eine relativ akzeptable Leistung. Ungefährdet, ohne Gegentor. Und auch spielerisch sah das doch über weite Strecken sehr gut aus. Also nehmen wir uns diese 3 Punkte hier easy mit. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch einmal aufs Tableau. Was nicht wirklich ein Tableau ist, weil es nur eine Leiste mit bunten Balken ist. Die wir jetzt gleich sehen werden, nachdem wir nochmal wunderbar diese Wiederholung gesehen haben. So, dann gibt es hier noch ein bisschen Kleingeld, 600 Münzen. Und dann schauen wir mal eben auf die Tabelle. Ja, das ist doch in Ordnung, haben noch alle Chancen. Und auch gegen diesen Gegner hier haben wir eine Chance, der jetzt auf uns wartet. Ja, Bundesliga-Team, pretty standard, würde ich sagen. Der Kagawa ist ein bisschen unnötig. Im rechten Mittelfeld weiß ich nicht, ob der nötig ist. Ist es der Kevin Volland? Ich glaube, ne? Das war der Kevin Volland, den... Ja, ob es den da braucht, da gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen. Was für ein Start denn in dieser Partie. Ja, da wollten wir uns doch direkt mal ankündigen und zeigen, dass er hier nicht so wirklich was zu melden hat. Auch Lukas Podolski, guck doch mal, was der für einen Schuss hat. Der war doch gar nicht mal so verkehrt. Gab aber jemanden, der nicht auf unserer Seite stand in dieser Partie. Und das war das Glück, das hier leider im Weg steht. Mittlerweile das 1:0 mehr als überfällig. Aber ja, der überragende Schlussmann. Und unsere Misere bei der Chancenverwertung, ja, eben Baustein für das noch Unentschieden. Aber wir hatten Besserung in Sicht, denn er war so freundlich und hat uns dann mal eben, ja, eigentlich unnötigerweise umgegrätscht hier. Nach 39,5 Minuten gibt die rote Karte. Ja gut, was soll ich sagen, ne? Ricardo Rodriguez ist ja schon ein Verlust irgendwie. Und der resultierende Elfmeter hier gegen Roman Weidenfeller, der bisher relativ gut gehalten hat, muss man sagen. Ja, schauen wir uns den doch einfach mal an. Na, was glaubt ihr? Wir spielen wieder unser kleines Spiel. Wo schießt der Tobi denn gerne hin? Na, links, rechts, oben, unten. Macht eure Wahl. Links, rechts, wo springt der Torwart überhaupt hin? Wir schießen auf jeden Fall rechts. Und da geht das Ding auch irgendwie in der Mehrzahl der Fälle rein. 1:0. Hoch verdient, aber das versteht sich natürlich hier in diesem Szenario alles in allem von selbst. Vor der Halbzeit dann nochmal diese Flanke von Tevez auf Calderon mit dem Kopfball, aber da ist wieder der Roman zur Stelle. Halbzeit 1:0, geht aber alles in allem so klar. Wir sind spielerisch die klar bessere Mannschaft. Er konnte nach vorne noch nicht wirklich was zeigen. In der Defensive haben wir alles, was kam, soweit souverän bereinigen können. Und so geht es dann jetzt also rein in den zweiten Durchgang. José Calderón mit Tevez und wieder Calderón. Es ist spielerisch möglich, wie gesagt, wenn man nur will. Wunderbare Doppelpässe hier. Herrlich rauskombiniert, das 2:0, so kann FIFA sein, wenn man es richtig spielt. Und ich wiederhole mich, man muss nicht immer die Megastürme haben, so ein Calderón ist auch nicht schlecht. Denn der war an beiden Toren beteiligt, hat den Elfmeter rausgeholt vor dem, und die rote Karte natürlich, vor dem Pausenpfiff. Und hier, ja, auch wunderbares Zusammenspiel mit Tevez. Das funktioniert halt einfach. Und dann nochmal unser Gegner mit seinem ersten Torschuss in der 51. Minute. Aber Handanovic kann das dort gut bereinigen. Carlos Tevez mit Calderón. Und dann, ja okay, der overpowerte im Liegenschuss. Das sehe ich ein, aber trotzdem das 3:0. Das snacken wir uns doch gerne. Das nehmen wir doch mit. Und unser Mann mit der Rückennummer 9 macht den Doppelpack. Und ist an allen Toren beteiligt gewesen. Das hat er natürlich auch sehr, sehr schlecht verteidigt. Der Pass von Tevez war eigentlich nicht der Rede wert. Aber gut, wenn er uns die Möglichkeit gibt. Hier übrigens, das passiert, wenn man so viel rumskillt. Lasst das. Das bringt nichts. Eure scheiß Spieler werden dadurch nur verletzt. Es geht auch ohne. Ja. Unser Spieler ist verletzt, der Dries.
Und was macht unser Gegner, wenn wir einmal im Pausenmenü sind? Richtig, er nutzt das Ganze gleich, um das Spiel zu beenden und uns die 3 Punkte zu geben, weil er sieht, dass er keine Chance hat. Und in dem Sinne nehmen wir uns die Punkte doch ganz einfach mit, sehen doch, dass es nach dem verkorksten Saisonstart wieder bergauf geht und gucken, ob das beim nächsten Mal so weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.